Ja, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem nächsten Tauschvideo. Und zwar habe ich Karten getauscht mit dem Shaggoth 33, wie auch immer. Ja, das TH liebe ich ganz, ganz arg. Also wenn ich den Namen jetzt vielleicht falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir leid. Aber das ist ja immer nicht ganz so leicht bei Namen aus YouTube. Wenn ja. Also, wir haben hier den Brief, wir haben hier die Karten, einmal hinten gut festgeklebt, mit dem Papierchen, genauso wie ich es mag. Und ja, dann schauen wir doch mal rein, was ich bekommen habe. Und zwar, erstmal zwei Ansammenkarten als Schutzkarte und ja, das sogar in Mint, beziehungsweise die nicht ganz. Und dann haben wir einen Demigod of Revenge für 5 Mana 5-4. Flugfähigkeit Eile, und wenn man ihn spielt, bringt man alle Karten, die auch Demigod Revenge heißen, vom Friedhof ins Spiel zurück. Also natürlich in einem Deck, in dem der viermal drin sein kann. Vorausgesetzt ist er natürlich nicht Highlander oder Commander, ist er natürlich dann schon sehr stark. Und dann haben wir noch eine außerweltliche Linse, die hat Einprägen, wenn die ins Spiel kommt. Entfernen wir ein Land unserer Wahl ganz aus dem Spiel, und dieses Land produziert dann zusätzlich ein Mana, das das Land noch um ein Mana eines beliebigen Typs, den dieses Land, ja genau, um ein Mana eines Mana, das das Land produzieren könnte. Also wunderbar zum Beispiel mit Snow-Covered Ländern, wenn die Gegner nämlich vielleicht nur Basisländer spielen. Spiele ich ja in meinem Kiki-Chiki-Deck diese Karte, und ja, zweites Mal habe ich gedacht, kann die vielleicht nicht schaden. Und natürlich, ja, gehe ich da auch immer ein bisschen auf euch ein, was für Karten ihr gerne hättet. Und natürlich werde ich dann auch, falls ihr nichts von meinen Wands habt, werde ich natürlich da dann auch, ja, eine beliebige Karte von euch nehmen, sofern das Angebot ja dann ganz okay ist. Ja, mein Abonnent bekommt dafür einen Azorius-Charm, kennen wir ja aus Return to Ravnica. Und ein Mana Vortex für 3 Mana in Enchantment. Jedes Mal, wenn ein Spieler dran ist in seinem Upkeep, muss er ein Land opfern. Wenn keine Länder mehr im Spiel sind, wird das Mana Vortex zerstört. Und wenn wir kein Land opfern wollen, dann müssen wir... Moment. Und wir müssen ein Land opfern, wenn wir es aussprechen. Das kann sein, dass das damals vielleicht im Regeltext geändert wurde. Das heißt, dass wenn wir vielleicht kein Land opfern, dass es dann zerstört wird. Gibt es nämlich zum Beispiel auch bei... das war noch so eine Karte. Eine Karte aus, ich glaube aus Legends oder sowas ist, die weißen Kreaturen plus 2 plus 1 gibt, wo auch das Wording einfach komplett anders ist, wie es mittlerweile ist. Also entweder ist es so, dass wenn wir es aussprechen, dass wir dann ein Land opfern müssen, oder dass wenn wir dran sind, uns entscheiden können, ob wir ein Land opfern. Wenn wir es nicht tun, dann wird es zerstört. Wobei ich davon ausgehe, dass es die erste Variante ist, wie ich es gesagt habe, haargenau wie es so auf der Karte draufsteht. Ja, das Mana Vortex ist in mega gutem Zustand, muss man sagen. Sieht man vielleicht hier. Und ja, so viel zu dem Tausch. Also Mana Vortex und Azorius Charm gegen Demigod und die Explanar... Ups, das war das Falsche. Und die Explanar Lens, soweit ich weiß, auf Englisch, beziehungsweise auf Deutsch, außerweltliche Linse. Ja, hat natürlich alles wieder wunderbar geklappt mit dem Abonnent. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, ihr genießt die Tauschvideos immer und ja, werdet davon vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank an dieser Stelle an Magic Kartenmarkt und an den MTG-Discount. Und bis dahin, ciao.